Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge. Ja, nicht Ramses Kitchen, auch kein Beer-Tasting, wir machen heute mal was ganz anderes. Und zwar, kennt ihr vielleicht diesen Sarg, diesen lustigen Kindersarg, diese Hot Chip Challenge. Ich finde es ja schon wieder total behindert, dass es diese Chips schon seit 10.000 Jahren gab, man die bestellt hat. Wir haben damals auch schon mal ein Tasting gemacht, haben das gegessen. Da war der Manns Haulwurf dabei, da war der Wuser dabei. Ich kann da mal eine Szene einblenden vom Video damals. Wenn ihr mich nicht mehr seht, peace out, Vorhaut, ansonsten... Der Reiter hat es auf jeden Fall besser verkraftet als ich. Man merkt sofort die Augen. Also es schlägt auch direkt an. Ich muss das mir mal aussehen. Das ist ja jetzt nicht. Da ist weg, ey. Jetzt wäre auch der Punkt, wo man gerne spucken würde, Speichel verlieren. Und da kommen auch schon die Tränen. Aber mach mal auch nicht. Wir schlucken die Spucke einfach wieder runter, wenn sie kommen. Das war's auf jeden Fall. Von unserer Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Damals hatte ich noch keine Haare, da bin ich frisch auf die Welt gekommen. Damals hat mich das Ding komplett zerlegt, das fand ich richtig brutal. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Also es ist bestimmt schon 4-5 Jahre her. Seitdem esse ich so gerne Samyang-Nudeln, pack mir Tabasco überall drauf. Meiner Meinung nach bin ich ein bisschen trainiert, da haben wir ein bisschen die Schärfe antrainiert. Deswegen wollte ich unbedingt einen Rematch machen. Die Shenaya hat gesagt, sie hat eh nochmal bestellt. Sie kann mir 2 geben. Sie will, wenn sie dann kommt, auch nochmal 2 mitbringen. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich einmal dieses Video mit dem Hannes. Dann mache ich einmal das Video mit der Shenaya. Die Hot Chip Challenge, die momentan in aller Munde ist, da auf TikTok irgendwelche 10-Jährigen jetzt den Chip entdeckt haben, reihenweise tot umfallen und das jetzt in den Trends ist und durch TikTok auch komplett in Verruf geraten ist. Wie schlimm das ist, wie gefährlich, dass die Firma verklagt werden muss, weil die ja die Kinder umbringen, aber wenn ihr keine Schärfe mögt, dann lasst halt die Finger davon. Wenn ihr gerne Schärfe esst und eine Herausforderung sucht, dann probiert es halt mal aus. Aber nicht wegen Klicks und Trends und Scheiße, haut euch da rein. Ich kenne den, ich will gucken, ob sich was verändert hat im Laufe der Jahre. Ihr habt dazu hier diesen wunderschönen Kindersarg. Hannes hat ihn damals ja auch schon mal gegessen. Der, ich weiß gar nicht, der Hannes hat keine Miene verzogen, glaube ich. Damals ging's, ja. Das ist die Hot Chip Challenge. Hashtag Hot Chip Challenge. Steht auch nochmal drauf. Ein Meister-Tier Chip mit einem hohen Anteil von Carolina Reaper und Trinidad Moruga Scorpion Chili. Die schärfsten Chilis auf der Welt. Ist also beides zusammen. Datum interessiert auch keinen Schwein. Hier der Barcode auch in Chili-Form. Das wollen wir jetzt mal auspacken, euch mal zeigen. Wollen den jetzt mal verschlingen und wollen dann 5 Minuten gucken, ob wir es aushalten, 5 Minuten ohne zu trinken, ohne irgendwas zu essen, ohne zu neutralisieren. Ich weiß nicht, ob da offizielle Regeln gibt. Gibt ja manche Leute, die nehmen den in den Mund und sagen dann, das war's und machen das Video aus. Das finde ich irgendwie komisch. Dann gibt es welche, die nehmen den in den Mund und trinken gleich eine ganze Kuh hinterher. Aber das auszuhalten, diese Schärfe, diesen Schmerz, das ist vielleicht die wahre Kunst, um zu zeigen, dass man ein Chili Fanatiker ist, ein Schärfe-Guru, keine Ahnung. Ich, großfressig wie ich bin, denke, dass ich es jetzt besser vertrage als damals. Kann aber auch sein, dass es jetzt noch schlimmer ist, ja. Weil ich jetzt den Respekt verloren habe und denke, ich habe es damals überlebt. Dann werde ich es dieses Mal auch überleben. So, wie es wirklich ist, schauen wir mal. Ihr macht also den Kindersarg auf. Dein letzter Wunsch steht da drin. Du kannst auch noch mal zeigen von der Seite hier. Dein letzter Wunsch, komm weg. Hier ist ein kleiner Aufkleber dabei, Hot Chip Challenge. Hier ist ein Kärtchen dabei, I survived, can you handle the heat? Buy at Hot Chip, get 10% off, and the checkout code. Den können wir wegpacken, wenn ihr nochmal also euch Chips holen wollt. Das ist das Tütchen mit dem Chip, sieht aus wie Kondom. Hier ist der Handschuh, den ihr auf jeden Fall anziehen sollt. Und hier gibt es jetzt mittlerweile auch andere Sachen, irgendwelches Beef Jerky, Protein
Stripes und die haben auch irgendwie normale Chips, die du jetzt essen kannst, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Glaubst du, dass du es drauf hast? Der Hot Chip wird aus der offiziellen schärfsten Chilischote der Welt hergestellt. Die Person, die sich traut, diesen zu essen, kann für ein paar Minuten einen Stimmverlust, verschwommenes Sehen, Atembeschwerden und andere Symptome erleben, ähnlich wie bei Einnahme anderer scharfer Chilischoten und ein Riesendurst. Hot Chip versichert dir ein unvergessliches und feurig scharfes Erlebnis. Immer noch dabei? Wie kannst du mitmachen? Iss einen ganzen Hot Chip auf und sag nicht, wir haben dich nicht gewarnt. Mach ein Foto oder nimm ein kurzes Video davon auf, wie es deine Geschmacksknospen verkraften. Veröffentliche es auf einem der sozialen Netzwerke unter dem Hashtag Hot Chip Challenge. Also, ja, wir werden den jetzt also probieren zu essen und halt 5 Minuten auszuhalten. Ich kann hier mal das Handy, kann man denn eine Stoppuhr oder irgendwas anmachen? Hier ist eine Stoppuhr. Ja, die startet man. Guck, lass mal dann mal ablaufen. Zieh dir erstmal einen Handschuh an, Hannes, das ist wichtig. Yo. Wir sind ja Profis. Hannes denkt sich, wieso sitze ich überhaupt hier? Ich hab doch eh nichts zu tun, ne? So. Ja, ich bin aber immer gespannt, wie ich jetzt drauf reagiere, wie du schon gesagt hast, wie man jetzt drauf reagiert als damals. Das ist der Hannes in meiner Hand. Moin. Deswegen ist die Hand jetzt schwarz. Das ist der Sarg. Den müssen wir gleich fürs Thumbnail reinhalten. Das ist die Tüte mit dem Hot Chip. Ich reiß die jetzt schon mal auf. Ich nehme den jetzt schon mal raus. So sieht er aus. So richtig dunkel. Schaffst es, Hannes? Ja. Schaffst es heute noch, Hannes? Ich glaube schon. Das ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, der Wusert damals, als er das Tütchen hat, hat das dann auch noch mal ausgeschüttet in seinen Mund. Ich schütze jetzt nicht in meinen Mund, aber wenn Hannes so lange da rummacht, kann ich ja mal gucken, dass ich das vielleicht noch mal hier drauf krümel. Das Pulver, was abgegangen ist, dass wir da auch noch mal drauf machen. Seht ihr das vielleicht? Am Handschuh sind jetzt Krümel da. Auf dem Chip sind auch noch mal Krümel da. Für das Thumbnail können wir gleich unsere Packung und den Chip mal hier reinhalten, irgendwie. So, dass man den sieht. Warte gleich. Moment. So. Es riecht schon scharf auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon Carolina Reaper Geruch in der Nase. So. Der Hannes ist da, ich bin da, Hannes irgendwie macht irgendwas drauf und dann schauen wir mal. Werfen wir uns jetzt ein und ich drück dann auf Start. Auf einen schönen Tod. Moment, du musst den erst zerkauen und runterschlucken. Und dann die 5 Minuten starten. Starte jetzt die 5 Minuten. Also ich merke auf jeden Fall das Brennen auf der Zunge. Ja, definitiv. Überall, wo du dagegen kommst, fühlt die Zunge sich schon an, als wäre sie total wund. Die Augen fangen an zu drehen. Der Atem wird heiß. Die Speichelbildung setzt ein. Der Schluck aufkommt. Darf man Speichel absondern, ja? Was willst du sonst machen? Na, runterschlucken den Speichel wieder, der auftritt. Wir sind jetzt bei einer Minute. Ich denke mal, da der Chip ja eh verschlungen ist, kann man den ganzen Speichel, der sich bildet und der hochkommt. Oh. Ruhig rauslaufen lassen. Wir können uns die Augen angucken und die Tränen. Wir können den Speichel wieder abfließen lassen. Sind bei 1 Minute 50. Thank you.
Ich finde, wenn man schön tief einatmet, so. Dann bildet sich zwar trotzdem ganz viel Speichel, aber irgendwie ist das Luft erfrischend und kühlt irgendwie den Mund innerlich. Das Rumgesapper ist halt nicht schön. Ansonsten sind wir bei 2 Minuten 44. Drei Minuten sind erreicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. An sich ist es sowieso sinnlos, wenn man sagt, 5 Minuten durchhalten und dann kann man Toastbrot essen, dann kann man Milch trinken und irgendwas, weil wir haben jetzt gar nichts dabei. Das heißt, wir sind ohne irgendwas hier runter. Wir haben kein Brot, wir haben keine Milch, wir haben keinen Joghurt, wir haben kein gar nichts, wir haben kein Eis. Bei uns wären aus den 5 Minuten, also locker mal 15 Minuten oder so, bevor wir dann wieder heimgegangen sind, bevor wir dann oben vielleicht mal ein Eis essen können, eine Milch trinken können. Irgendwas anderes tun können, um die Schärfe zu mildern. Es dürfte jetzt an sich auch nicht mehr schlimmer werden. Also es dürfte ja eigentlich schon gefühlt nach einer Minute sein volles Potenzial entfaltet haben. Der Speichelfluss ist trotzdem noch da. Aber an sich, finde ich, kann man es aushalten. Hannes, hältst du es aus oder wie geht's dir? Außer dass meine Zunge brennt, weil es sehr offen ist, geht's. Wir haben hier einen ganzen Pool gesammelt unterm Tisch an Speichel, der Speichelpool. Jetzt neu. Wir sind bei 4 Minuten 30. Ich weiß jetzt schon, dass wir nachher noch richtig schön Bauchschmerzen kriegen werden. Wir haben diesmal sogar davor was gegessen. Ich glaube, damals beim ersten Mal hatte ich das auch auf nüchternen Magen gemacht. Jetzt hatten wir heute was gegessen, wir fahren vorhin sogar noch Teegut, haben nur noch Mettbrötchen gegessen und so. Sind jetzt bei 5 Minuten. So, die 5 Minuten sind voll. Damit müsste die Challenge an sich jetzt bestanden sein, also 5 Minuten ohne Essen, Trinken, ohne Neutralisieren, irgendwas. Hannes ist durch, Hannes ist fertig. Die Shenaya, die kommt dann am Donnerstag. Die Shenaya will nochmal mitbringen. Da muss ich nochmal durch. Mal gucken, ob die Shenaya sich genauso gut schlägt wie der Hannes. Oder ob die hier vom Tisch fällt. Da würde ich ihr aber raten, vielleicht eine Packung Milch mit runterzunehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich besser bin wie Shenaya, aber man kann ja nie wissen. Beim Hannes, der kann das schon. Also die Shenaya kann er das, glaube ich, nicht. Guckt euch mal hier den Fluss an, der sich da gebildet hat. Aber eher dann Joghurt für Schleier. So, das ist alles Speichel. Da ist keine Kotze drin, da ist kein Chip drin, da sind keine Reste drin. Das ist alles okay, das ist alles normal. Dankeschön, Hannes. Du hast bitte, es gerne immer. Und wenn ihr kleine Kinder seid, die auf TikTok Klicks wollen, dann macht lustige Sachen. Aber macht aber keine gefährlichen Sachen. Wenn ihr euch damit auskennt, ist das was anderes, aber hört auf, dumme Scheiße zu bauen und jeden Mist, den es gibt, irgendwie in Verruf zu bringen durch eure komische Klickgeilheit. Bruder, ich schwör. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Pfiat euch. Euer Hannes. Ciao.